dummes Hallo! Also. Hallo zusammen, Spiel Nummer 3. Wir haben uns einen Nobelpreisträger unter den Fußballern geholt, gegen den ich im Blamieren oder Kassieren versuche zu gewinnen. Im Hintergrund Steven Gätjen alias Tim Leibold wird die Fragen vorlesen. Ich hoffe, die werden nicht zu schwer, dass wir uns blamieren. Viel Spaß. Frage Nummer 1. Bom dia Lagos. Im Land des noch amtierenden Europameisters bereiten wir uns auf die bevorstehende Restrückrunde vor. Für die Nationalelf Portugals war es 2016 der größte Erfolg und der erste bei einer EM oder WM. Bei welcher Europameisterschaft in diesem Jahrtausend haben es die Portugiesen das einzige Mal nicht unter die letzten 4 Teilnehmer geschafft? Darf man fragen, wo die EM 2012 war? Darfst du fragen, kriegst aber keine Antwort. Also, 2008. 2008, sagt Herr Moritz. Und 2008 ist richtig. Ich wollte erst 2002 1 zu 0. Sagen. Wie bist du drauf gekommen, Chris? Intuition. Ja? Ja. Nee, Cristiano müsste da noch relativ jung gewesen sein, das glaube ich. Deswegen hätte ich das im Kopf gehabt, wenn er da durchmarschiert wäre. So ist es. Frage Nummer 2. In diesem Jahr wird der Februar wieder 29 Tage haben, ist damit von den Tagen her aber immer noch der kürzeste Monat. Einen alleinigen längsten Monat gibt es allerdings nicht, weil ja mehrere Monate 31 Tage haben. Welcher Monatsname ist denn gemessen an der Anzahl seiner Buchstaben der längste? September. Wie viele Buchstaben? 9. Ist richtig, Chris Moritz. Super. September Geburtstag? Nee. Perfekt. Januar, wer 30? Alt. Trendwende. So, Jumbo. Bist du bereit? Ja. Will ich mal was sehen von dir, mein Junge. Also, wen suchen wir? Ich habe 36 Bundesligaspiele absolviert. Mein Sternzeichen ist Jungfrau. Die meisten meiner Bundesligaspiele habe ich für Leipzig absolviert. Ich bin geboren in Castrop-Rauxel. Jupp Heynckes war einer meiner Trainer. Mein einziges Bundesligator war ein Eigentor. Hat jemand schon eine Idee? Was war das, die meisten Spiele für Leipzig oder alle? Die meisten Bundesligaspiele. Ich habe 184 Zweitligaspiele gespielt. Die meisten Siege habe ich mit meinen Mannschaften gegen Eintracht Braunschweig eingefahren. Toller Fakt am Rande. Meine erste Trainerstation war beim SC Verl. Na! Antwort? Dieter Hecking. Richtig! Jumbo, ein Tick zu spät. Ja, ich war zu langsam. Das hätte man natürlich auch früher erraten können, um wen es hier geht. Wikipedia. So ist es. 184 Zweitligaspiele gespielt. Ein Eigentor. Top. Frage Nummer 4. Zu welcher Serie gehört diese Titelmusik? Muss ich das jetzt singen, oder? Warte, ich mach ein Beat. Okay. So no one told your life was gonna be this way. Your job's a joke. You're broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. Wird auch nix. But I'll be there for you. When the rain starts to pour. Also, ja, I'll be there for you. Keine Chance. Auch nicht gehört. Tipp, falls jetzt an meinem gesanglichen Kunstwerk nicht zu erkennen war. Charaktere der Serie sind Monica Geller, Joey Tribbiani, Chandler Bing, Ross Geller
Ja, ich glaube, ich weiß, also, aber keine Ahnung, habe ich nie geguckt. Ich habe auf King of Queens spekuliert. Und Phoebe Buffay. Alter. Wie viel waren das jetzt? Vier? Oder fünf? Fünf waren das. Fünf hast du vorgelesen? Ah, Dingens hier. Nee, das war mit Jennifer Aniston. I'll be there for you. Wisst ihr nicht? Nicht geguckt. 3, 2, 1. Ja, Freunde, Friends wär's gewesen, mein Gott. Ist das mit Jennifer Aniston? Friends? Ja. Ach so, das sind die Namen aus der Serie. Ja, na gut. Nie geguckt. Frage 5. Wenn wir schon bei Serien sind, bleibt man gleich dabei. Jürgen Klopp und der FC Liverpool blieben zuletzt in 38 aufeinanderfolgenden Ligaspielen ohne Niederlage. Gegen welchen Club Liverpool zuletzt verlor? War das zu früh? Die Frage ist nicht beendet, aber... Zuletzt verloren gegen Man City. Am 3. Januar. Die Frage ist nicht vorbei. Gegen welchen Club Liverpool zuletzt verlor, das wissen wir. Aber gegen welches Team tritt der Premier League Spitzenreiter am kommenden Spieltag an? Jumbo war natürlich ein Fettnäpfchen. Absolut, ey. Da hab ich gedacht, da hol ich mir noch einen Punkt. Christoph Moritz? Letztes Spiel war gegen Tottenham, aber keine Ahnung, was das nächste ist. Müsste man Aaron fragen. Ist ja eh durch. Punkt kriegst du. Lösung wäre gewesen: Manchester United. Jumbo, da hättest du mal was gewusst. Absolut. Und dann so 4-0. Sehe ich das richtig? Jumbo, komm, jetzt eine Frage für dich. Ganz einfach. Wahr oder unwahr? Genau zuhören. Hat Uwe Seeler in seiner Torschützenkönigssaison mehr als 28 Tore erzielt? Wahr. Und diese Antwort ist richtig, Jumbo. Es waren 30 Tore. Jawohl. Also Uwe, wenn du es hier siehst, Glückwunsch nochmal nachträglich. Unsere Wintervorbereitung bestreiten wir aktuell an der Algarve. Portugal liegt ebenso wie Spanien auf der Iberischen Halbinsel. Welche zwei Staaten gehören außerdem zu dieser Halbinsel? Da sieht man mal wieder, wenn sich Sportler mit nichts anderem beschäftigen, außer mit dem Ball. Danke. Das eine ist das beliebte Reiseziel von Leibe. So ist es. Monaco und Andorra. Leider falsch. Jumbo, nur antworten? Nee, du, ich nehme den Punkt einfach so mit. Du nimmst sie mit? Ja. Chris war es nahe dran. Es wäre Gibraltar und Andorra gewesen. Ah, cool. Ja, ist more down. Weil du mit dem Heli jetzt am freien Nachmittag hochfliegen wolltest, weißt du? Gibraltar war ich übrigens letztes Jahr, Sommer. Schön. Affenberg lohnt sich. Kleiner Effekt am Rande, weiter geht's. Frage Nummer 8 und somit die letzte Frage, Jumbo. Ja, alles klar, so kann Monaco ich nicht mehr. Monaco ist richtig dumm, ist doch in Frankreich. Chris jetzt zum Beispiel. Ja, dann steht es 4-3, oder? Aber dann kannst du noch zu Ende beantworten. So ist es. Also einfach nur Chris falsch antworten lassen. Alles klar. Stimme ich zurück. So ist es. Frage Nummer 8. Bleiben wir vor Ort. Lagos ist nicht nur eine Stadt in Portugal, sondern auch eine Metropole in Afrika. In welchem Land befindet sich die 22-Millionen-Großstadt? Nigeria. Richtig, Jumbo, Nigeria! In diesem Sinne, Chris, herzlichen Glückwunsch. So, das war's mit der letzten Folge. Vielen Dank ans ganze Team natürlich, an Leibe in der Moderation, an die Leute hinter der Kamera und an Jumbo natürlich, dass er sich bereit erklärt hat, fürs Spiel dabei zu sein. Für euch gibt's noch was zu gewinnen. Eine kleine Jacke, wird in der Bio beschrieben, wie man die gewinnen kann. Viel Spaß und schönen Nachmittag. Du dummes Hallo! Also.